Hey Leute, was geht? Hier spricht wie mal der Quickscoper Exe und heute mal mit dem zweiten Part von Minecraft. Im Hintergrund hört ihr Dubstep. Ich kann euch dann den Link dazu in der Beschreibung geben. Und ja, heute spiele ich noch auf dem alten Server. Und ja, Entschuldigung, war jetzt der falsche Server. Ich glaube, der ist. Ja, der ist. Und ja, ich muss jetzt selber kurz überlegen, was wir so machen können. Ich hoffe mal, die Musik ist nicht so laut. Warte, der ist etwas leiser. Und ja. Dann, was soll ich denn so machen? Ich könnte mal wieder die Schafe abscheren. Ja. Ach, dann zeige ich euch gleich mal den Leuchtturm. Und dann, ja, weiß nicht, können wir etwas im Familienhaus noch verbessern oder so. Muss ich mal vorbeischauen. Und die Sonne geht erst auf. Zum Glück. Ich mag Nacht nicht. Minecraft Nacht. Habe ich immer so Angst, wenn die Monster da sind. Und schreibt mir ebenfalls in die Kommentare, ob ich die Parts länger als wie 15 Minuten machen soll oder kürzer. Ist eure Entscheidung. Und ja. Aber vergesst es nicht, entscheidet euch, ob ich auf dem Server weiterspielen soll. Ich spiele jetzt nur den zweiten Part noch auf dem Server und ja. So, what the fuck, Enderman, what the fuck, Enderman. What the fuck, geh weg, Enderman. Lol. Was willst du? Enderman. Ja, Endermänne sind sehr witzig und so, mit denen kannst du dich sehr vergnügen und so. Da. Wenn du auf meinen Leuchtturm gehst, schieße ich dich mit Pfeil und Bogen an. So. Ja, scheren wir noch die restlichen Schafe. Hier kannst du eigentlich dauerhaft scheren, weil die bekommen immer wieder Wolle und so. Aber im Moment interessiert mich auch nicht. So. Weiß nicht, gib mir Tipps irgendwie, was ich noch bauen kann. Mir ist irgendwie schon langweilig. Ich hätte mir sonst auch schon gedacht, noch ein Häuschen, aber hab der keine Ahnung, ob ich bauen soll. Gutes Deutsch heutzutage, ja, gutes Deutsch. Und ja, ich finde es selber auch schade, dass meine Freunde nicht mehr mitspielen können haben. Ja, nicht mit. Spielen ja nicht wirklich mit, aber ja, ich finde es einfach schade, dass sie nicht mitdenken können halt können haben, weil sie schon offline gehen müssen haben. Und ja, ich schaue, dass ich den Part heute noch drauf bekomme. Und ich muss jetzt überlegen, was ich da so bauen könnte. Yep. Schwere Entscheidung. Aber als erstes zeige ich euch mal den Leuchtturm. Ja, weiß nicht, was wir so als Themen anschreiben könnten. Bringt sich Minecraft das was oder nicht? Ja, Minecraft bringt sich auf jeden Fall etwas. Zeitvertreibung. Du kannst coole... Seht ihr? Creeperkopf. Wartet. Muss ich euch noch etwas anderes zeigen? Da habe ich mal. Wie ich am Aufbau des Leuchtturms war. Ja, Wüste. Habe ich so einen Creeperkopf da gesehen. Und habe ich mir gedacht, okay, baue ich nach.
dann ist mir ein Fehler entgangen. Ich habe den zu groß gebaut. Habe ich mir gedacht, oh, lass ich ihn. Und dann wollte ich einen noch im Stehen machen. Und den zeige ich euch jetzt mal. Ab da hinten könnte man auch noch viele coole Sachen. Ach, das ist das Einfamilienhaus. Das sieht echt cool aus. Was man hier schon alles gebaut hat. Was ich hier schon alles gebaut habe. Ja, hier wiederum ist das Dorf. Muss ich euch auch mal zeigen. Ist voll was Lulliges passiert. Ja. Weiß nicht, Wüste kann man ja nicht wirklich viel bauen. Da kannst du dir das anholen für Glas. Was ich hier zum Beispiel getan habe. Ja, das Einfamilienhaus. Schön. Schauen wir nachher nochmal vorbei. Und jetzt gehen wir runter. Jetzt zeige ich euch den Creeperkopf. Ich hoffe, der leuchtet auch in der Nacht heraus. Habe ich noch gar nicht so gesehen. Und ja. Zeige ich euch schon den Creeperkopf. Den wollte ich einfach mal mit bunter Wolle machen. Hier habe ich so eine Redstone-Leitung, damit man da nicht, damit da nicht gleich Creeper oder so reinkommt. Und hier habe ich so einen zweiten Schalter gebaut. Damit sich der auch von außen schließen lässt. Weil ich glaube ja doch nicht das Monster hier denn aufmachen können oder so. Und ja, hier ist der Creeperkopf, in den kann man reingehen. Ich zeige euch schnell den Gang. Und ja. Ja, hier wäre ein geiles Versteck. Merke ich auch erst gerade jetzt. Aber ich muss schon sagen, das sieht schon geil aus, ja. So, jetzt muss ich überlegen, was man... Achso, das Familienhaus, genau. Aus der Höhle könnten wir auch mal erkunden. Alter, ich liebe Dubstep-Musik. Ich liebe Dubstep-Musik. Ich höre sie so oft. So, jetzt ist wieder verschlossen. Passt. Auf Holzjagd müssen wir auch wieder gehen. Auf fast kein Holz mehr. Oder überhaupt mal auf Diamantensuche. Okay, blaues Bild. Oder war das nicht? War das doch immer ein blaues Bild? Ach ja, jetzt weiß ich wieder, was ich bauen muss. Das werdet ihr dann sehen, wenn ich drüben bin. Ich glaube, ich hole mir noch ein paar Karotten. Karotten sind gut. Ja. Was brauche ich Holz? Ja, wir müssen ganz, ganz dringend auf Holzjagd gehen. Habe ich keine Axt, ne? Doch eine. Passt mir dabei. Okay, gehen wir schnell auf Holzjagd und dann... Seht ihr, hier habe ich die Kuhfarm ein bisschen ausgebaut, damit sie ein bisschen Freiraum haben und so. Mit den Kühen auch nicht langweilig wird, aber ich glaube, dann wird so und so langweilig. Ja. Also an dieser Map baue ich schon sehr, sehr lange. Und ja, es ist wirklich alles auf Survival gebaut. Habt ja gesehen, dass ich nicht cheaten kann. Und ja, ja, ich könnte cheaten, wenn ich in der in den Einstellungen auf auf Einstellungen und dann auf Creative stellen würde, aber ich glaube schon, dass das gehen würde. Aber sowas mache ich nicht. Ich spiele nur das richtig und sonst gar nicht, weil Creative ist echt einfach zu langweilig für mich. Und ja, so haben wir eh schon fast dann ja den Baum da noch und dann gehen wir runter. Und ja, aber es bedeutet mir wirklich sehr viel. Beurteilt ihr es, ob ich weiterspielen soll oder nicht auf diesem Server, aber ich glaube, die Mehrheit will, dass ich einen neuen anfange, weil dann erlebt ihr auch alles mit. Und ja, ich habe so solche Schirme gemacht. Aber ich glaube, hier am Eingang mache ich wieder die Wolle weg. Sieht ein wenig schwul aus. Kommt man hier so runter und dann sieht man weiße Wolle und sonst nichts. Ja, mache ich weg. Ja. Holz craften. Hier wieder die hin.
Und dann kraft ich schnell stehen. Dieses Bild sieht echt cool aus. Screenshot. Okay. So, jetzt machen wir die Stiegen. Möchte hier nämlich noch einen Keller haben. Ich orientiere mich jetzt hier ein wenig von dem. Ja, hat sich ausgeteilt. So, Scheiße. Wollte ich nicht sagen. Ja, dann geht's hier runter, dann in den Keller. Muss ich selber noch überlegen, was ich da bauen sollte. Mir ist so alleine schon hier im Wohnzimmer. Achso. Hier im Wohnzimmer schon nichts mehr eingefallen. Hier war mir, keine Ahnung, habe ich einfach ausprobiert. So alleine in der Küche, also so Waschbecken hier und hier, gefällt mir eigentlich sehr gut. Ach, jetzt weiß ich noch was, was wir im Bad bauen könnten. Braucht auch wieder sehr viel Platz. Ja, ich glaube, das geht sich fast gar nicht aus. Nee. Hoppla, muss ich wieder zumachen. Wasserverschwendung. Dass wir hier vielleicht eine Badewanne reinkriegen. Dann muss ich die hier wegmachen. Nee, ich glaube, das passt so. Aber dafür habe ich dann für den Keller eine Idee, dass wir da unten dann einen Whirlpool bauen oder so. Muss ich halt ein bisschen tiefer gehen. Entschuldigung, dass ich nicht so oft verspreche. Ja. Dun, dun, dun. Ich hoffe, da unten ist dann nicht Lava oder so. So, es wird Nacht. Setzen wir jetzt. Obwohl, wir könnten heute Nacht mal die hier schlafen. Ja, machen wir. Im Einfamilienhaus. Ich muss schon sagen, das Haus sieht schon ziemlich cool aus. Hab da draußen Stand liegen und so. Wow. Hat man einen schönen Ausblick auf den Leuchtturm. Der leuchtet da, oder? Warten wir noch kurz. Nee, Kaktus. Ich dachte schon Creeper. So. Ja, hier habe ich extra freigelassen, wollte ich einfach so und ja, also wenn es euch nicht passt, schreibt mir in die Kommentare, ob ich es zumachen soll mit den Ofenwänden oder gleich darüber ein Dach. Ja, der Leuchtturm, der leuchtet heraus. Ja, gehen wir schlafen. So. Ja, ich beende jetzt dann gleich mal diese Folge, ist eh schon ziemlich lang. Ja. So. So machen wir es. Dann geht's hier, dann muss ich. Obwohl, das habe ich jetzt auch ein wenig blöd gebaut. Wenn ich hier so runtergehe, dann müsste ich hier noch frei bauen. Und hier so einen Zaun dann machen. Dann könnte ich hier ausbauen noch. What the fuck? So, weg mit dem wieder. So, und dann mache ich hier so einen Gang noch hier rüber. Ach, da habe ich schon mal, ja, da habe ich Eisen gefunden. Und dann wird das hier alles so frei circa in dieser Länge wie das Haus. Und auch von der Breite her. Und ja. Wegen dem Fernseher muss ich mir noch was einfallen lassen. Aber ich glaube, denn da nehme ich schwarze Wolle. Soll ich schwarze Wolle nehmen? Ja. Mache ich beim nächsten Mal auch. Und ja. Hier wird das alles dann noch schöner gemacht. Ich glaube aber, ich gehe dann hier wiederum noch eins tiefer, wenn ich hier einen Whirlpool bauen will. Ja, ich glaube, da gehe ich noch ganz tiefer. Ja, ich bedanke mich für diese Folge. Die wichtige Entscheidung steht euch noch zur Verfügung.
ob ich diesen Server weiterführen soll oder einen neuen. Mir wäre es fast lieber einen neuen, damit ihr immer ganz am Anfang dabei seid. Und ja, ich bedanke mich, damit, dass ihr euch das Video anschaut. Und ich freue mich über jedes Like, über jeden Abonnenten. Und ja, dann sage ich ciao Leute und abonniert mich, wenn ihr wollt.